Hallo liebe Freunde der bedingungslosen Offensive. Heute gibt es zum ersten Mal ein Video aus der Reihe Bundesliga Historie. In diesem Format werden historische Spiele der Bundesliga-Geschichte vorgestellt, immer in Bezug auf den aktuellen Bundesligaspieltag. An diesem Wochenende stehen sich Werder Bremen und die TSG Hoffenheim gegenüber. Diese Spiele garantieren eigentlich immer viele Tore, wie auch im ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Bundesliga-Geschichte. Es ist der sechste Spieltag der Saison 2008-2009. Der amtierende Vizemeister Werder Bremen empfängt den Aufsteiger TSG 1899 Hoffenheim. Es ist das Duell zwischen dem siebten und dem zweiten der noch jungen Saison. Werder hat in der Vorwoche beim amtierenden Meister Bayern München 5:2 gewonnen und ist unter der Woche mit einem 2:1 gegen den FC Erzgebirge Aue im DFB-Pokal in die dritte Hauptrunde eingezogen. Die TSG aus Hoffenheim hat am vergangenen Spieltag zu Hause Borussia Dortmund mit 4:1 aus dem Stadion geschossen, schied aber im Pokal beim SC Freiburg mit einem 1:3 aus. Sowohl Thomas Schaaf als auch Ralf Rangnick wechseln vier Spieler in ihrer jeweiligen Startformation zum Bundesligaspiel am Wochenende aus. Beide Mannschaften beginnen zunächst verhalten, ehe das Spiel schnell an Fahrt gewinnt. In der 8. Minute spielt sich Mesut Özil per doppelten Doppelpass mit Aaron Hunt am linken Strafraumeck frei und trifft aus spitzem Winkel in die linke obere Ecke. Die TSG zeigt sich davon keineswegs geschockt. In der 15. Minute schickt Ibisevic per Traumpass Demba Ba auf die Reise. Der Senegalese schüttelt im Sprint Clemens Fritz ab und schießt flach an Tim Wiese vorbei zum 1:1 ab. Doch auch Werder lässt sich von dem Ausgleich nicht beeindrucken und kommt nur eine Minute später zur erneuten Führung. Rosenberg wird am rechten Rand des 5-Meter-Raums angespielt, dreht sich um den Verteidiger und spielt den Ball flach auf Claudio Pizarro, der den Ball elegant mit der Hacke an Ramazan Özcan vorbei zu seinem dritten Saisontreffer ins Tor befördert. Das Spiel wogt hin und her und beide haben Chancen auf einen weiteren frühen Treffer. In der 21. Minute schlägt Werder einen hohen Ball in den Hoffenheimer Strafraum. Ibertsberger will ihn mit dem Gesicht zum eigenen Tor rückwärts klären, schlägt den Ball aber genau vor den Fuß von Diego, der aus 14 Metern satt per Volley zum 3:1 einnetzt. Der Aufsteiger aus Hoffenheim spielt weiter mutig mit und hat erneut Chancen zum Anschlusstreffer. Einzig die schlechte Verwertung der Möglichkeiten und ein guter Tim Wiese stehen diesem entgegen. Wie man seine Chancen nutzt, zeigt daher wieder ein Bremer. In der 30. Minute behindern sich Demba Ba und sein Torhüter Özcan nach einer Flanke beim Klärungsversuch und der Ball landet an der linken Strafraumecke bei Aaron Hunt. Dieser dreht sich um seinen Gegenspieler und vollstreckt aus 18 Metern mit seinem schwächeren rechten Fuß per Flatterball zum 4:1. Auch nach dem 4:1 spielt die TSG wie zuvor weiter und hat nach einem Salihovic-Freischuss in der 32. Minute die Chance zum Anschlusstreffer. Der Ball prallt von der Latte in den Strafraum, wo Marvin Kompair ihn Volley aufs Tor bringt. Torjäger Claudio Pizarro hält auf der Linie seinen Kopf hin und klärt so für seinen bereits geschlagenen Schlussmann. In der 36. Minute ist es dann soweit, als Sead Salihovic diesmal genauer zielt und den Ball aus 25 Metern in den rechten Winkel schlänzt und Tim Wiese nur das Nachsehen lässt. Mit dem Stand von 4:2 geht es in die Pause und das Publikum kann sich wohl erstmals an diesem Nachmittag entspannt zurücklehnen. Der zweite Abschnitt beginnt wie der erste. Nur die Tore wollen zunächst nicht fallen. Hoffenheim vergibt beste Chancen und Tim Wiese fischt in der 53. Minute einen erneut traumhaft geschlagenen Freistoß von Salihovic, diesmal noch traumhafter aus dem Winkel. In der 62. Minute ist es dann passiert, als Diego Tobias Weiß im Strafraum von den Beinen holt und Ibisevic den folgerichtigen Elfmeter souverän verwandelt. Das Spiel läuft gerade wieder, da ist Ibisevic ein Tick schneller als Per Mertesacker und der deutsche Nationalspieler kann den Bosnier nur mit einem Foul stoppen. Für die Notbremse zeigt Günther Perl folgerichtig die rote Karte und Werder muss die letzten 30 Minuten bis zum Abpfiff mit 10 Mann zu Ende spielen. Nur 10 Minuten später nutzt die TSG die zahlenmäßige Überlegenheit aus und Marvin Kompair trifft nach einer Salihovic-Ecke aus spitzem Winkel per Kopf. Der Aufsteiger hat tatsächlich beim Vorjahreszweiten aus einem 1:4 ein 4:4 gemacht. Doch noch ist nicht Schluss. Werder mobilisiert für die verbleibenden 20 Minuten noch einmal alle Kräfte und in der 81. Minute macht sich Mesut Özil zum Helden des Tages. Nach einem langen Ball und einem Stellungsfehler der Hoffenheimer Defensive vollstreckt der 19-jährige Deutsch-Türke zum 5:4 mit einem strammen Schuss über den Kopf des Hoffenheimer Keepers. Es ist der erste Bundesliga-Doppelpack für Özil. Er setzt damit den Schlusspunkt eines packenden Bundesligaspiels. Später wird die TSG in ihrer Premierensaison in der Bundesliga nach der Herbstmeisterschaft noch Siebter und verpasst damit das internationale Geschäft. Die Werderaner spielen eine schwache Bundesliga-Saison und werden nur Zehnter, können dafür aber sowohl ins UEFA Cup als auch ins DFB-Pokalfinale einziehen.
Das UEFA-Cup-Finale verlieren sie in der Verlängerung mit 2:1, gewinnen dafür aber in der darauffolgenden Woche durch ein Tor von Mesut Özil den DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen und ziehen somit doch noch ins internationale Geschäft ein. So Freunde, das war's auch schon wieder mit dem ersten Bundesliga-Historie-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt und immer die neuesten Videos zu sehen bekommt. Sportliche Grüße, bis bald.